Glocken und Trompeten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 12. Internationalen Musikfest in Alsfeld. Und ein fröhliches Willkommen auch von mir. Was Sie in den nächsten 90 Minuten erleben werden, das würden Sie wahrscheinlich einer Marching Band, einer Brassband oder einem Spielmannszug niemals zutrauen. Denn Sie kriegen nicht nur musikalisch, sondern auch artistisch allerhand Gebote. Die Musikgruppen kommen heute aus der Mongolei, aus den Niederlanden, der Ukraine, Belgien und natürlich aus Deutschland. Und das, was Sie hinter uns gerade sehen, ist nicht etwa eine englische Militärband, sondern der Gastgeber des Festes, die Show- und Brassband des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwillige Feuerwehr der Stadt Alsfeld. Ja, und alle, die Sie heute erleben werden, sind international ausgezeichnet. Sie haben Meisterschaften gewonnen, Sie haben Pokal errungen. Und es wurden für einige von Ihnen sogar extra Fahrräder gebaut. Nicht, dass Sie aus Holland oder der Mongolei hierher radeln könnten, nein. Sondern damit Sie darauf Musik machen können. So richtig dicke Trommel drauf, Fanfare drauf. Und dann geht's aber los hier. Da bin ich natürlich gespannt, wie Sie mit dem Alsfelder Kopfsteinpflaster zurechtkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, da sollten wir uns besser vom Acker machen, weil wenn hier was passiert, nein. Wir werden Sie in den nächsten 90 Minuten mit den nötigen Informationen versorgen und gehen deswegen beide jetzt ins Hochzeitshaus.